Morgen um 5.52 Uhr bekamen wir den ersten Notruf zu einem Brand eines Einfamilienhauses in Frohnau. Die ersten eintreffenden Einsatzkräfte haben den Brand bestätigt, haben auch gesehen, dass das Dach schon komplett in Vollbrand stand. Das Dach und das zweite Obergeschoss, deswegen ist hier erhöht worden auf Brand 6. Das heißt, wir sind momentan hier mit rund 80 Einsatzkräften vor Ort. Wir haben hier über mehrere Drehleitern und auch in einem sogenannten Innenangriff jetzt die Brandbekämpfung durchgeführt, sind jetzt noch weiter mit Löscharbeiten beschäftigt. Wir rechnen damit, dass wir hier bis in die Mittagsstunden auch noch im Einsatz sein werden. Neben der Berufsfeuerwehr mit 6 Löschfahrzeugen sind jetzt hier auch 4 Löschfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehren hier oben aus diesen Bereichen vor Ort tätig. Besondere Schwierigkeiten haben wir hier natürlich dadurch, dass es sehr eng ist in dieser Zufahrtsstraße zu diesem Gebäude. Ansonsten haben wir noch 2 Personen in Sicherheit gebracht, die wir aber unverletzt aus dem Haus herausführen konnten, die jetzt hier vor Ort noch betreut werden.